Puls 4 und die Wirtschaftskammer Österreich präsentieren das Kochduell. Das Duell in der Küche. Jetzt bei Koch mit Oliver. Tele und ich casten das beste Kochservice-Team Österreichs. 9 Lehrlingsteams, eine Jury und jede Menge Herausforderungen in der Küche. Die besten Nachwuchstalente im Kochfieber. Teamwork ist gefragt. Wer gewinnt den großen Preis? Das beste Team gewinnt ein Top-Praktikum im Haubenrestaurant. Das Duell in der Küche. Jetzt bei Koch mit Oliver. Zutaten unserer zweiten Castingrunde? 9 verbliebene Teams, einmal Koch und einmal Service und eine Koch-Challenge. 8 Minuten Zeit, 5 Zutaten und ein Gericht. Die Frage ist, wer wird die Nerven behalten? Und wer wird scheitern? Ja, aber so richtig verlieren kann man bei uns ja nicht, denn unsere Glücksbringer haben einen tollen Beruf. Mehr dazu gleich. Es ist ein schöner Beruf. Ich lebe eigentlich für die Gastronomie. Das ist so richtig meins. Ich bin Koch geworden, weil das Kochen wirklich Spaß macht. Daheim koche ich auch sehr gern für meine Familie. Sie haben Glück, denn Ihr Job ist sicher. Tourismus in Österreich, der Jobmotor für unser Land. Für junge und flexible Menschen besonders attraktiv. Es wartet ein spannender und vor allem sicherer Arbeitsplatz. Warum sicher? Gerade Österreich als Tourismusland bietet in so vielen Regionen Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Und Tourismusbetriebe können nicht abwandern. Wichtigste Arbeitgeber sind hier nach wie vor die Gastronomie und Hotellerie. Gastronomie gibt es überall. Sie wird es auch immer geben, weil die Leute wollen nicht kochen. Und darum muss es einen geben, der was das für sie macht. Oder eine geben, der was das für sie macht. Ein Job, der wie jeder andere auch anstrengend sein kann. Gastronomie, das muss man irgendwie leben, das kann man nicht einfach so machen, weil man hat nicht immer frei. Also wenn du sagst, ich brauche am Freitag frei, das schaut eher schlecht aus, weil da kommen alle Leute zum Essen. So wie Samstag, Sonntag, das ist immer, je nach Betrieb natürlich unterschiedlich. Aber das ist nun mal so, dass die Leute zu uns in Urlaub kommen, beziehungsweise Genussmomente wollen und dann kommen sie ins Gasthaus. Doch Fleiß wird belohnt. In kaum einer anderen Branche gibt es so steile Karrieren wie im Tourismus. Bestes Beispiel dafür, Küchenchef Heinz Reitzbauer vom Steirereck in Wien. Seit heuer auf Platz 9 der weltbesten Gourmet-Tempeln. Doch auch er hat klein angefangen. Ich habe nach der Pflichtschule eine einjährige Hotelfachschule besucht. Damals gab es das nur einjährig in Deutschland. Und habe danach eine Kochlehre begonnen. Ja. Die ersten, glaube ich, 8 oder 9 Monate zu Hause im elterlichen Betrieb. Und habe mich dann beworben bei den Oberauer in Werfen in Salzburg und habe dort meine Lehre beendet. War für mich eine sehr prägende und sehr wichtige Zeit. Ein aufregender und gesicherter Arbeitsplatz in einer boomenden Branche. Wer fleißig ist, hat gute Aufstiegschancen. Die Lehre im österreichischen Tourismus macht dabei den Anfang. Ich freue mich schon richtig auf unsere zweite Castingrunde und schaue jetzt auch gleich zu unseren Teams. Die sind nämlich sicher schon sehr nervös. Sehr nervös bin ich auch und angespannt. Freue mich auf die zweite Runde, aber wir haben ganz tolle Kandidaten und ich habe ein richtig tolles Jurymitglied, das mich unterstützt. Was soll ich noch sagen? Lasst die Spüle beginnen. Hier die verbliebenen Teams. Wer wird am besten zusammenarbeiten? Das ganze Leben ist im Grunde ein Teamwettbewerb und die zwei, die am besten harmonieren, die werden den größten Erfolg einfahren, im Leben wie im Beruf. Wer wird die Nerven bewahren und wer wird scheitern? Rucola, grüner Spargel, Schinken und noch mehr. Ralfs Kreativität ist gefragt. Schau mal in sein Gesicht, wie konzentriert. Ja, das ist eigentlich immer. Ja. Also, wenn er was kann, dann ist das echt das Konzentrieren. Und kochen. Ja klar, hallo. Das ganz vorne an. Was mir sofort auffällt, ist, dass der Ralf wirklich ehrgeizig ist. Und so muss ein Koch sein. Unehrgeizige Köche kommen nicht weit. Das heißt, dem Ralf kann ich jetzt schon sagen, der wird weit kommen in seinem Leben, ganz bestimmt. Also wir freuen uns total, dass wir weitergekommen sind. Und ja, aktuell sind die Glückshormone hoch im Kurs, oder? Ja, die Jury war zwar streng, aber wir haben sie ihnen einfach gezeigt, dass wir es können. Was soll man sagen? Ganz genau. Uns geht's gut. Super geht's uns, ja. Könnte nicht besser sein, ne? Ja.
gut, dass wir weitergekommen sind. Jetzt sehen wir eh, was unter die von den besten sechs jetzt sind, unter die besten Reihe kommt. Geile Aufgaben, die wir gekriegt jetzt sind. Also, das passt schon. Wir hätten es nicht gedacht, weil die Konkurrenz sehr groß ist und sehr stark und die alle schon bei Wettbewerben mitgemacht haben. Ja. Also wir sind super froh, dass wir weiter sind. Ich hätte es mir nicht gedacht, weil die anderen ja schon bei Landesmeisterschaft, Berufswettbewerb und Staatsmeisterschaft waren und wir eigentlich noch bei gar nichts waren. Aber es ist jetzt ein tolles Gefühl. Ja, ganz Ihrer Meinung, unbedingt. Das ist ein super Gefühl. Und ja, die Konkurrenz war sehr groß und ja, ich finde, wir haben uns gut gehalten bis jetzt. Wir freuen uns wirklich aufs nächste Mal und wir werden unser Bestes geben. Schauen wir, ob wir ins Finale kommen, die Steiermark gut vertreten und ich glaube, das wird hinhauen. Welchen Aufgaben müssen Sie sich stellen? Was ist die Prüfung der Runde 3? Wer wird sie meistern? Das Duell. Für all jene, die jetzt weiterkommen, muss ich wirklich sagen, zieht euch warm an. Denn das war nur die Vorstufe. Die wirklich harten Tests, die kommen erst jetzt. Ein vorgegebener Warenkorb. 20 Minuten Zeit für Vor- und Hauptspeise. Wer ist schneller? Wer kreativer? Und welches Menü samt Weinempfehlung und Tischdeko kann am Ende überzeugen? 6 verbliebene Teams, die heute im Duell gegeneinander in der Küche antreten. Jeweils 2 Teams. Da geht die Post ab. Ja. Das wird wirklich spannend. Nicht zuletzt deshalb, weil es einen absolut genialen Preis zu gewinnen gibt. Unser Top-Praktikum in einem europäischen Spitzenrestaurant. Vorarlberg gegen Niederösterreich. Einen wunderschönen guten Tag. Geht's euch gut? Super. Gut ausgelaufen? Ja. Ja, so soll es sein. Ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, um eure 2 Gänge, die euch ja gestern warenkorbtechnisch hoffentlich schon zurecht gelegt habt, zuzubereiten. Den jeweiligen Kochpartner bitte, ihr habt ja hier gestern schon abgesprochen, was es ja gibt, oder? Jeweils auf einer Seite aufdecken. Ja? Da habt ihr Geschirr, Besteck, Gläser. Eine Weinempfehlung dazu, die Weinliste liegt da. Dekotechnisch dürft ihr euch auch ausleben, wie ihr wollt. Und wenn noch Zeit bleibt, würde ein Bonuspunkt bringen. Schreibt mir alles zusammen, was es gibt. Dieses Steak wirklich auf den Punkt gebraten. Ich habe mitgezittert und mir gedacht, das geht sie nie aus. Hat er wunderbar hinbekommen. Und dazu gibt es auch noch einen Zweigelt aus dem Burgenland. Naja. Kärnten gegen Tirol. Der Sebastian, der kann wirklich kochen. Das sieht man nämlich auch an den Kleinigkeiten. Der schneidet den Strunk vom Zwiebel weg. Ja? Und das machen nicht alle. Und das sieht man, wer gut ist und wer nicht. Los geht's mit Team Vorarlberg. Matthias, der sympathische Koch, ist ein Perfektionist schlechthin. Er behält die Ruhe beinahe bis zum Schluss. Ralfs Teamkollegin Linda steht ihm tatkräftig beiseite. Mit ihrer freundlichen Art sorgt sie auch für den richtigen Teamspirit. Es wird serviert. Matthias schickt mit dieser Speise einen Gruß aus der Heimat. Oh, ein Herz! Aus Vorarlberg, in Risottoform. Und er hat mir zugezwinkert. Das ist ein extra Pluspunkt. Das ist ein extra Pluspunkt. Guten Appetit. In der Küche werden die Erdbeeren mit Orangensaft parfümiert. Anschließend flambiert. Alles muss glänzen, ist das Motto von Jonas. Ralf geht ins Finish. Die Vorspeise muss angerichtet werden. Die letzten Handgriffe. Es wird rechtzeitig serviert. So präsentiert sich die Vorspeise von Ralf. Schnell genießen, denn das Fleisch wird auch schon angerichtet. In Würfelform wird es mit den Tomaten serviert. Das Risotto dazugeben und dekorieren. Et voilà. Der Ralf ist ein richtiger Einbeißer. Genau das braucht man für die Gastronomie. Der setzt um, was er will und es ist optisch perfekt und schmeckt auch ganz gut. Der Jonas ist natürlich ein Schambolzen, da kann man sagen, was man will. Der kann das auch noch perfekt umsetzen, was aus der Küche kommt. Dankeschön. Wow. Oh. Wow. Er war von Anfang an sehr, sehr souverän. Ja. Er hat sich das Menü in Rekordschnelle quasi eingebrandet gehabt, also fotografisches Gedächtnis. Hat den Zettel weggelegt und hat genau gewusst, was er tut. Also man hat also das Gefühl gehabt, der kocht das jeden Tag. Sebastian und Jasmin, die waren ein echtes Dreamteam, das kann man so sagen. Geschmacklich sehr, sehr gut. Also alles das, was man sich wirklich erwarten würde von Vollprofis. Ja, jetzt würde ich sagen, wäre es an der Zeit zu sagen, wer es denn ist, wer es geschafft hat, wer wirklich so weit gekommen ist. Und ich muss sagen, mit wirklich ein bisschen an Abstand,
hat ein Team gewonnen. Und es ist das Team Tirol. Also ich fühle mich super, weil ich gewonnen habe. Also es ist brutal lässig. Und ja, ich weiß im Moment gar nicht, was sagen. Hey. Ja, ich fühle mich total gut. Das hätte ich nie gedacht, dass wir wirklich Platz 1 erreichen. Aber fühlt sich cool an, ja.